Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play mit Cabellum. Ich habe beschlossen, dass ich mal wieder mehr Variationen reinbringen möchte in mein Spiel, beziehungsweise mal Strategien, die ich gesehen habe, mal selber spiele. Und weniger aber Standardspiele. Mal gucken, ob ich das hier umgesetzt bekomme oder ob ich in alte Sachen verfalle. Hier ist der Giant SPC. Interessant. Ja, ich nehme auch immer den. So. Was hat er? Steel Balls. Okay. Was hier? Okay. Ich meine, er wird höchstwahrscheinlich pushen, vermute ich mal. Der soll hier nicht stehen. Ich versuche mal die Wespenstrategie zu spielen. Wenn es halt nicht klappt, dann klappt es halt nicht. Und da brauche ich eher mehr Crawler. Soweit der Gedanke. Weil Fangs brauche ich halt keinen dafür. Er spielt das relativ defensiv, was jetzt gegen meine Aufstellung leider gut sein sollte, befürchte ich. Ich komme an den nicht ran, er ist eher eine Katastrophe. Aber guck. Ja, meine ganzen Roller sterben und meine Dinger jetzt auch. Also es war maximal schlecht für mich. Mit einfach fängt sich viel besser abgeschnitten in der ersten Runde. Aber das ist gar nicht mein Ziel gewesen. Also ich bin nicht auf die erste Runde fokussiert, wollte ich damit sagen. Range Vulcan auch noch hier. Gut, ist nicht so schlimm eigentlich. Ich könnte es spielen, aber ich lasse es einfach. Ich skippe hier. Versuche es jetzt einfach hier zu forcen, was ich eben gesagt habe. Ist das zu früh dafür? Vielleicht. Frage ist, sind die hier zu weit hinten, die Wespen? Ich glaube nicht. Old Stormcaller. Schießen die direkt? Ich glaube, die müssten überholen. Die Frage ist, ob ich die Fangs loswerde, aber es sieht ganz gut aus, glaube ich, die Runde. Die Wespen könnten die eine Runde zumindest funktionieren. Ist hier Loose Formation vielleicht gut? Halt gar nicht so günstig. Die haben jetzt aber, das war nur Kollateralschaden, oder? Die haben nicht auf den eingeloggt. Der ist aber Kollateralschaden anders. Ja. Die Fangs an den Seiten habe ich erwischt und die in der Mitte sterben auch größtenteils, vielleicht sogar alle. Also hier sind alle tot, hier leben noch einer. Okay, alle Fangs sind tot, das heißt, die Runde ist gewonnen. Ist ja auch schon mal was wert. Das heißt, die leveln beide oder was? Ja, sehr schön. Das ist hilfreich. Race will ich auch haben. Sehr schön. Die Karten spielen mir halbwegs rein gerade. Und bei alle Leveln. Neuen Button nutzen. Nice. Geld ist ein bisschen knapp leider. Von daher, ich könnte anfangen, die hier zu verkaufen.
Was ich ja tendenziell auch machen muss. Die Frage ist zu früh dafür, weil es aber ein antiker Chaftli ist, der nicht die Wespen etc. Sonst würde mir jetzt hier in Summe 100 mehr bringen. Das heißt, ich könnte dafür auch kein Upgrade ausgeben, die Runde. Ich glaube, ich verzögere es nochmal eine Runde. Was will ich denn nicht, dass er kriegt? Fortschluss will ich nicht unbedingt, dass er die kriegt, denke ich. Ich kann mich da auch täuschen. Wir machen das mal. Ich hätte eigentlich auch mit Beacon arbeiten können hier. Egal, mal gucken. Level die Steelboards, holt ein Race, okay, und hat jetzt hier den Fahrt hier, den habe ich ganz vergessen. Das ist natürlich dumm gewesen von mir, daran nicht zu denken. Und der ist potenziell ein Riesenproblem. Ich hoffe halt, dass ich ihn jetzt hier überrenne, aber ich befürchte, er killt einfach alles von mir. Also halt vor allen Dingen mein Race killt der. Und den Race bräuchte ich eigentlich, um den Race von ihm zu killen. Reichweite auf meinen Wespen ist jetzt essentiell, wäre schön, wenn der Fast hier sterben würde. Das tut er immerhin. Das heißt, ich kriege jetzt den Debuff zuerst. Seiner dauert aber nicht lange, weil der Steelboard gleich in Reichweite ist. Kriegt zum Steelboard hier vielleicht noch tot. Schlimmer wird es nicht werden. Vielleicht noch ein paar Fangs. Ne. Nichts mehr. Okay, jetzt muss ich anfangen zu verkaufen, denke ich. Oil. Bestens wo, was so. Also die Frage, was er jetzt gegen meine Wespen macht, ehrlich gesagt, vielleicht geht er weiter auf die Rays einfach. Ich könnte ihm eigentlich hinten reinsetzen. Vielleicht klappt das ja. Probier es einfach mal. Gibt ihm diese Runde auf jeden Fall Reichweite, ansonsten ist der komplett tot einfach. Ich fange jetzt wie gesagt an hier zu verkaufen. Und dann vielleicht nächste Runde. Das reicht nicht ganz, was ich gerne machen würde. Ich würde gerne zwei Wespen kaufen, einen Crawler und dann noch Beacon in der Mitte. Da bräuchte ich aber 6,50 für. Vielleicht einfach so. Den Fokus vielleicht schon eher auf die Seite noch setzen. Ach, sind Wormage schon mal freischalten können. Ich soll Quatsch, jetzt um den Marksman zu leveln. Zu freizuschalten, das war Käse. Den extra Damage nehmen wir mal mit. Okay, hat nichts dagegen gemacht. Der Farseer lockt wahrscheinlich auf die eine. Beide Farseer sogar. Ja, okay, never mind. Der Wespenschwarm war komplett für die Füße. Ich brauche jetzt ja die Sandworms. Aber hier das UFO stirbt schnell, das ist gut. Hier drüben stirbt auch. Nicht schnell, aber stirbt, oder? Ja, das hilft auf jeden Fall. Aber die Farsi ist noch am Leben, aber aktuell nur ein. Also der wird sterben, so rum wollte ich sagen. Aber der wird meinen Race noch killen, was nicht so cool ist. Nett oder nicht. Aber trotzdem hilft der natürlich enorm hier, weil der hilft noch enorm. Der wird vermutlich alles von mir noch killen. Was übrig ist. Mal gucken, wenn ich den Arc leite. Ja, ist egal eigentlich. Es geht nur darum, den Fahrt hier killen zu können. Und der ist halt gar nicht so schlecht dagegen. Aber er stirbt. Yes! Alles gestorben. Aber es gibt natürlich Level für meine Wespen. Was tendenziell sehr wichtig ist. Da kommt der Sandworm for free. Okay, ich kann damit leben, was hier gekommen ist, glaube ich. Der Race ist ja halbwegs schnell gestorben. Ne? Ich glaube, da brauche ich jetzt nicht anfangen und hier. Wie weit muss der mindestens weg sein? Ich glaube mindestens 3 oder 4. Ich glaube 3 reicht. Sandstorm ist jetzt hier, glaube ich, essentiell. Aber es passt ja. Genau, Level hatte ich schon ausgegeben. Könnte natürlich überlegen, erstmal, ja, wir probieren es mal so, dass wir es auf beiden Seiten durchpushen.
Melting Point vielleicht nochmal sperren. Wraith Range ist, glaube ich, Quatsch für ihn, das ist gut. Klickt dann gleich Degen Beam, denke ich. Mal gucken. Vielleicht aber auch erstmal hier auf den irgendwelche anderen Tags noch mehr Schaden zu machen. Okay, die Steel Balls sind sogar ein Problem, sehe ich gerade. Ja, ich brauche mehr Schaden auf den Wespen, vermute ich einfach. Hier komme ich trotzdem wieder durch. Könnte aber besser laufen. Vielleicht doch Anti-Air-Tag auf den. Oder vielleicht etwa Elite Marks, wenn wir Reichweite haben als die Rays. Vielleicht ist der beste Tag hier, weil gerade sterben doch relativ viel an den Rays, während man Rays davor noch tanken sollte. Eigentlich tut er aber nicht, weil reicht nicht. Mehr Crawler wären wichtig, damit die Stormcrawler nicht so extrem rein eiern. Das ist auch nicht cool. Ich denke, es. Ist die Tank Production vielleicht einfach auf den Worms? Dafür leben sie wahrscheinlich nicht lang genug, ne? Ich glaube, es aber die Heavy Armor, auch wenn die Steel Balls ein Problem sind. Okay, also wir machen hier auf jeden Fall das hier. Vielleicht gebe ich es auch lieber dem Race, ehrlich gesagt. Ich glaube schon, ich glaube, das Zentrum stirbt so schnell, wenn er. Wenn er mal fokussiert wird von den falschen Zielen. Okay, es reicht. Ich würde genau eine Wespe mehr holen. Das machen wir jetzt einfach mal. Vielleicht hätte ich lieber in andere Sachen investieren sollen, aber so sieht es jetzt aus. Aber mache ich es mir nicht. So sieht die Formation aus. Wo ich sehe, von Conclusion, aber ich frage mich halt nicht gerade, ob nicht eigentlich ein bisschen mehr verteilen bei den Crawlern hier sinnvoller wäre, dass die Raketen nicht Kollateralschaden anrichten. Vielleicht ab und zu mal das Gehirn entscheiden, vielleicht auch gar nicht so schlecht, nicht einfach nur stumpf nachbauen. Vielleicht liege ich auch falsch damit. Vielleicht wäre es auch der Anti-Crown-Tech gewesen, ich weiß es nicht. Aber Elite Marksman ist auf jeden Fall so das Ding, was immer was hilft, bringt vor allem auch noch Reichweite, was natürlich auch hier sehr wertvoll ist, was halt überhaupt nicht cool ist, dass mein Wurm hier stirbt. Das heißt, das Armor-Item nicht auf den Wurm zu packen, war auf jeden Fall richtig. Weil es hätte nicht viel gebracht, ne? Hätte ihm vielleicht 1-2 Sekunden erkauft gegen die Steel Balls, wenn die gecharged sind. Wenn überhaupt. Ja. Das ist ein Wurm. Der Wurm. Na super. Der Wurm hat mich gerade komplett hops genommen. Weil ich dann. Wow. Das war ein Riesenproblem mit dem Wurm gerade. Scheiße. Gut. Nano Repair könnte man. Ich habe es eben genommen. Das ist eh wurscht. Die einzige Wespe, die gelevelt hat. Anti-Ground. Ich fürchte, dass es nicht klappen wird. Legion Beam. Speed. Ich würde gerne eigentlich auch ein Race spielen. Und Reichweite, ich glaube ich auch gerne. Es geht. Geht sich aus. Und ich will nur einen Crawler spielen, das habe ich unterschlagen, die Information. Die Reichweite ist, glaube ich, egal. Wird, glaube ich, verschwendet, weil ich hier eh reinfahre, hätte ich gesagt. So, der DJB müsste ja zumindest jetzt was hier bringen, weil ich ja nah in ihn reinfahre. Mein Race hier drüben lebt noch. Wichtig ist halt, dass der Wurm hier stirbt und nicht wieder eben durchfährt. Das klappt jetzt diesmal auch. Okay, die Runde ist gewonnen.
Sehr schön, die Rays haben alle gelevelt. Scheint. Vom Attack können wir mitnehmen vielleicht. Aber auch die Frage, gebe ich jetzt noch drei Attacks aus? Ich glaube nicht. Ja, wobei. Eigentlich ist greedy, ne? Eigentlich muss ich von Runde zu Runde denken. So, die Wespen kann ich eigentlich einfach hinten hinstellen, weil kriegen mir ansonsten eh nicht so viel. Ich kann jetzt vielleicht kann ich jetzt über die Flanke die nochmal kommen lassen. Ich denke, das Wichtigste ist der Button. Der Button ist auch wichtig. Ja, es gibt aber auf jeden Fall die richtige Wahl. Eine Frage hier. Die Würmer leveln gar nicht. Brauche ich vielleicht noch einen extra Wurm? Ich glaube, ein extra Wurm wird nicht schaden. Speed, Range, Wurm und ein Crawler vielleicht. Vielleicht soll ich euch echt einfach gucken, dass ich eine Seite vor allen Dingen gewinne. Glaube ich, agiere mal so. Ah, wollte gerade noch drücken, aber. Ah, sehr schön, der Wurm hat hier jetzt Ding gecancelt. Oh, den habe ich gar nicht gesehen. Das ist kacke für mich. Die Frage ist, wie kacke. Gewinnt der gegen die Crawler? Wir brauchen wohl sehr lange. Scheiße, ich habe nicht den Blick gehabt. Ja. Ich könnte mir das Spiel verlieren. Mit ein bisschen Pech. Okay, ich krieg den Dieb auf der drüben. Sehr wichtig. Ich krieg den Dieb. Okay, never mind. Das ist gewonnen. Die Runde zumindest. Ja, die Strategie ist schon echt super strong, wenn die einmal läuft. Hart. Wichtig, wurde ihr letztens in den Kommentaren darauf hingewiesen, wenn man das hier spielt, keine Reichweite spielen, weil sonst dann einen Degen Beam praktisch disabled. Wieder. Ja, ich sehe halt auch Eul hier nicht für mich als gut an. Ist komplett irrelevant. Skip. Ich könnte halt den zumindest mal Subterranean Blitz vielleicht geben. Das wäre eine Überlegung wert. Man müsste auch auf den Wespen, die nicht gelevelt haben, den All Remote All Button haben, meiner Meinung nach. Wäre, glaube ich, schon sinnvoll. Was hat denn an Anti-Air bisher? Nur die hier und die disablen auch direkt. Okay, das heißt, Tag auf denen auszugeben macht überhaupt keinen Sinn. Der hat gelevelt. Schön. Dein Single-Target-Damage sind halt nur seine Steel Balls. Dein Spam-Clear hat er sehr viel. Ich überlege halt gerade, ich denke hier Subterranean Blitz macht Sinn auf denen. 22 Sekunden habe ich noch. Dann leveln wir die jetzt alle mal. Und dann habe ich noch 700. Oh, ich habe noch gar keinen Text hier ausgegeben. Ja. Mal auf nur einen Wurm, einen Crawler. Hallo? Okay. Keine Ahnung. Ja, ich weiß gar nicht, wo ich 100 reinstecken sollte. Gab nichts mehr. Hätte Satelliten ausgeben können, Schilde etc. Es tut nur meine Crawler treffen hier das Ding, was auch nicht so mega unwichtig ist, muss man natürlich zugeben, aber. So. Sehr schön, dass die alle sterben. Ja, es bin gleich wieder ein Tower dran, hat keine Chance mehr. Ja, es war die Conclusion, also ich kenne sie von Conclusion, die Strategie, ich weiß nicht, wer sie erfunden hat, aber einmal von mir halt umgesetzt. Ich glaube, ich habe mich auch ziemlich nah an den Baukasten gehalten.
Er hat jetzt hier versucht, mit Farsi und mit EMS zu kontern. Ich denke, was auf jeden Fall. Ich glaube, die Reichweite war sinnlos, weil ich ja eh in ihn reinfahre. Ich glaube, das hier war sinnlos, weil ich eh in ihn reinfahre. Bei den Steelball-Tags bin ich mir nicht ganz sicher, ehrlich gesagt. Vielleicht ist das hier ganz gut, die Reichweite hier. Weiß ich nicht, vielleicht lieber den Enhanced Range Steelball nehmen sollen. Das ist halt, ist echt die Frage. Ich meine, an sich, es tankt halt bei ihm halt auch nicht so richtig gut, außer den Steelballs vielleicht. Wahrscheinlich hätte er noch, okay, wenn wir die Worms tanken auch noch. Hätte ich hier irgendeine Form von EMS reinnehmen müssen, vielleicht gegen die Worms auch. Ich meine, die Armor bringt jetzt 120, hält die ab gegen eine Level, was ist meine niedrigste Wespe? Level 4 anscheinend. Gegen Level 4 Wespe. Auch nahezu irrelevant, ne? Mit den Text drauf zumindest, die sie haben. Ja, schwierig zu sagen. Ja, vielleicht hier am ehesten Regenerator. Aber ich glaube, generell Rays sind nicht die Antwort, weil die halt einfach, wenn man dann Anti-Air drückt, dann haben die halt gar keine Chance gegen die Rays. Gegen die Wespen, die Rays. Also von daher ist das, glaube ich, nicht der Plan. Ja, ich denke, Subterranean Blitz war ja insofern auf jeden Fall sehr gut, weil er hat die Arclight halt nicht gelevelt, weil ich auch nur die ganze Level 1 Crawler hatte. Und sobald ich jetzt Subterranean ausgebe, haben die ja quasi doppeltes Leben als 670. Und dann one-shottet er den nicht mehr, ne? Aus dem Grund hätte er die wahrscheinlich alle einmal leveln müssen. Das war jetzt halt für die letzte Runde auf jeden Fall nicht irrelevant. Dann hätte ich die Loose Formation tendenziell auch noch ausgegeben. Also die Worms weiter zu upgraden, wäre, glaube ich, sinnlos gewesen, weil er halt EMS drauf hat. Das heißt, die tauchen auf, lösen den Sandstorm aus und danach sind sie höchstwahrscheinlich eh gleich ausgeschaltet. Und daher macht Armor oder dieses andere Zeug nicht so wirklich viel Sinn, denke ich. Mechanical Division, ja, nee, denke ich auch nicht, weil wenn sie sterben, haben sie, wie gesagt, in der Regel EMS drauf. Die Race Tags. Das gleiche Ding, ne? Ich glaube, wenn die sterben, dann werden die auch von Farsiern beschossen. Das heißt, das ist irrelevant, das ist irrelevant. Das hier ist kontraproduktiv, weil ich jetzt näher rangehe. Den Anti-Air-Tag hier hätte ich dann theoretisch noch ausgeben können, damit die seine Rays schneller sterben. Ja. Ich glaube, das wäre aber auch, es wäre, hätte geholfen, aber wäre jetzt nicht so mega wichtig gewesen. Es wäre halt sehr teuer gewesen, als wäre mir so ein. Die Frage, ob ich dann nicht lieber mehr Worms mit höherem Level noch dazu packe, einfach, dass er Probleme kriegt. Vielleicht eine zweite Welle an Worms noch, ich habe keine Ahnung. Und ich denke, der beste Tag, den ich hätte ausgeben können, wäre hier definitiv das Loose Formation gewesen. Vielleicht auch noch Replica. Aber ich habe gar nicht gesehen, ob die wirklich jemals im Nahkampf kamen, meine Crawl. Ich glaube, so sehr nicht wahrscheinlich. Wobei die Viecher in der Mitte wahrscheinlich relativ schnell auch platt waren. Naja, wie dem auch sei, ich sag danke fürs Zuschauen, gerne abo lassen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.